Muss ich bei der Weitergewährung der EM-Rente meine private BU-Rente angeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Uns erreichte kürzlich wieder eine Anfrage zum Thema Erwerbsminderungsrente und dort ging es darum, sie ist bei der Beantragung zur Weitergewährung einer Erwerbsminderungsrente vor die Frage gestellt worden, erhalten Sie außer der Rente noch andere Leistungen, Klammer auf, zum Beispiel Arbeitslosengeld, Krankengeld und so weiter. Wenn ja, welcher Art Leistungen erhalten Sie von welcher Stelle? Und dann schreibt sie uns, ich beziehe noch eine private BU-Rente, aber ich habe gelesen, dass diese mit der staatlichen EM-Rente nicht verrechnet wird. Könnte ich daher die Frage dann mit einem Nein beantworten? Ja. Natürlich können Sie diese Frage mit einem Nein beantworten. Sie müssen eigentlich gar nichts beantworten. Denn in dem sogenannten Weitergewährungsantrag R0120 steht nirgendwo geschrieben, dass Sie diese BU-Rente als Einnahme überhaupt angeben müssen. Grundsätzlich müssen Sie nur sogenannte Erwerbseinkommen, Erwerbsersatzeinkommen und sonstige anrechenbare Einkünfte auf die Rente dort in diesem Formular ankreuzen. Also dort müssen Sie wirklich nur angeben, bekomme ich Arbeitslosengeld, bekomme ich Krankengeld, bekomme ich Hartz IV oder sogar Arbeitseinkünfte. Das müssen Sie angeben. Aber die private BU-Rente, die jemand bekommt, die ist ja grundsätzlich auf die Erwerbsminderungsrente gar nicht anrechenbar. Das heißt also, die fällt schon gar nicht in den Fragenkatalog dort mit rein. Deshalb müssen Sie gar nichts reinschreiben dazu, sondern sich einfach nur strikt an den roten Faden halten und das angeben, was dort gefragt ist. Die private BU-Rente wird per se, per Gesetz, nicht auf die EM-Rente angerechnet. Stellen Sie bitte Ihren Weitergewährungsantrag wenigstens ein halbes Jahr, 6 Monate vor Ablauf Ihrer Befristung, denn ansonsten kann es passieren, dass die deutsche Rentenversicherung nicht entscheidet oder nicht entscheiden kann und dann müssen Sie möglicherweise ins Hartz IV rein und das sollten Sie unbedingt vermeiden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.